Die Wander- und Laufsaison startet wieder. Dazu braucht es einen guten Schuh, denn nur so kann Verletzungen vorgebeugt werden. Das passende Schuhwerk zu finden ist aber nicht leicht. Jemand, der sich damit auskennt, ist Intersport Patrick in St. Johann. Mit einer Laufschuhanalyse kann dort der Fußtyp ermittelt werden. Dazu haben wir ein neues Gerät jetzt im Haus seit 3 Wochen jetzt, und zwar das Molipso Dynos heißt das Gerät. Ist eine Druckmessplatte, wo wir genau den Fuß analysieren. Durch den Abdruck wird genau aufgezeichnet, wie das Abrollverhalten ist, und dadurch sehen wir dann ganz genau, was ist der optimale Schuh. Das hängt auch immer davon ab, ob er im Gelände, auf der Straße oder im Schotter gelaufen wird. Bei der Analyse muss der Läufer zuerst barfuß und dann mit einem Schuh über das Gerät laufen. Die Bilder werden anschließend verglichen. Die meisten machen eine Fußanalyse mit einem Laufband und mit einer Kamera hinten ran. Da, wo das Problem ist, sind wirklich nur hinten von der Achillessehne her und von Aufrollen oder von Aufkommen bei der Ferse. Uns war einfach wichtig, was passiert im Mittelfußbereich und im Vorfußbereich. Und das sehe ich auf dem Laufband einfach wirklich nicht wirklich gut. Und dadurch haben wir einfach uns dazu entschieden, dass wir einfach das modernste und beste Gerät an Kunden bieten wollen, weil der Unterschied ist einfach meistens, dass im Mittelfußbereich und im Vorfußbereich nochmal ganz anders ausschaut als hinten bei der Ferse. Zurzeit ist das Trailrunning ein großer Hype. Da kommt es besonders auf das Schuhwerk und auch auf die Technik an. Spätestens alle 1000 Kilometer sollten die Schuhe gewechselt werden. Wer viel läuft, wechselt am besten zwischen mehreren Schuhen. Straßenlauf oder speziell auf Schotterwegen tut man sich meistens gleich leichter, als wie wenn man jetzt wirklich ins Gelände geht. Gelände ist natürlich extrem gefährlich, das richtige Bergablaufen. Das muss natürlich geübt werden, dass da nicht wirklich mit Knie- oder mit Hüftproblemen entstehen. Aber ich muss sagen, alle zwei Arten des Laufens machen riesen Spaß. Also Trailrunning und der Straßenlauf oder Schotterlauf macht wirklich viel Spaß. Und das Schönste ist, wenn man das zusammen ein bisschen mischt, auch die zwei Sachen. Spätestens wenn Beschwerden auftauchen, sollten die Schuhe getauscht werden. Es kann ein Zeichen dafür sein, dass die Schuhe nicht mehr richtig dämpfen oder einseitig abgenutzt sind. Das gilt aber nicht nur bei Laufschuhen. Also das Analysegerät, was wir haben, ist jetzt natürlich nicht nur für Laufanalyse gedacht, sondern genauso für Wanderer, für Bergschuhe, für Trekkingschuhe oder auch ganz ein wichtiger Zweig sind Arbeitsschuhe, wo man wirklich analysiert, Kellner zum Beispiel, Leute, die was viel stehen, oder auch genauso wie bei uns im Handel, wo man einfach 8-9 Stunden am Tag steht, wo einfach wichtig ist, du brauchst das richtige Schuhwerk zum Gehen, zum Stehen. Einlagesohlen und Kompressionssocken können den Halt im Schuh noch verbessern. Dann steht dem Sport wirklich nichts mehr im Wege. Nur der innere Schweinehund, der muss noch besiegt werden.